Du hast dein Hochschulstudium in Deutschland bereits erfolgreich absolviert und fragst dich jetzt, was nun? Hier sind unsere drei wichtigsten Schritte für dich, die dir vielleicht weiterhelfen, deine Karriere in Deutschland einzusteigen. Zuerst gehst du zur Ausländerbehörde und beantragst da ganz einfach ein Visum für die Jobsuche. Ab dann hast du dann 18 Monate Zeit, um eine Arbeit zu finden, die deiner fachlichen Qualifikation entspricht. Das Schlechte daran ist zwar, dass das Visum selber nicht verlängerbar ist, aber das Gute ist, dass du innerhalb dieser Zeit dich mit jeder beliebigen Tätigkeit finanzieren kannst. Wenn du die Arbeit gefunden hast, bekommst du entweder die blaue Karte EU oder eine Aufenthaltserlaubnis zur Aufnahme einer Beschäftigung. Natürlich bei derselben Ausländerbehörde. Die Kriterien dafür sind, wie gesagt, abgeschlossenes Hochschulstudium, entweder Bachelor oder Master und der Qualifikation entsprechender Arbeitsplatz. Bei der blauen Karte gilt eine besondere Bedingung: Du musst einen bestimmten Bruttogehalt haben. Die aktuellen Jobangebote kann man auf verschiedenen privaten Jobbörsen im Internet finden, auf Homepages von Unternehmen, auf Make It in Germany oder man erstellt ein eigenes Profil auf unterschiedlichen Karrierenportalen. Man soll für die Bewerbung folgende Unterlagen haben: Lebenslauf, Anschreiben, Zeugnisse. Aber alles fehlerfrei bitte. Man soll auch die Bewerbungsfristen beachten und gut auf das Bewerbungsgespräch vorbereitet sein. Tschüss und viel Erfolg bei der Jobsuche!